Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine weitere Folge von meiner Serie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu habe ich mir wieder was Schickes rausgesucht. Ich habe mir nämlich ein paar Pets geholt, beziehungsweise sind es drei Pets, die wir durch eine Collector's Edition bekommen. Und das war auch die letzte, die mir gefehlt hat. Die Collector's Edition von Classic. Das war die letzte, die ich noch gebraucht habe. Ich habe mir jetzt letzte Zeit so nach und nach die einzelnen Collector's Editions gekauft gehabt. Und bei der ist es besonders, dass wir quasi drei Pets kriegen und nicht nur eins. Und was für Pets gibt es da? Einmal gibt es hier den Mini-Diablo. Das ist dieses schicke Pet hier. Dann als nächstes haben wir das Panda Baby. Das ist dieses schicke Pet. Und als letztes kriegen wir noch den Zergling. Und ja, ist auf jeden Fall eine schicke Geschichte. Hat mich jetzt aber auch einiges gekostet. Ihr wisst, die Classic Collector's Edition ist mittlerweile ja 15 Jahre her, also dass es rauskam, und dementsprechend ist die relativ teuer. Wenn man jetzt auf eBay nach der physischen Collector's Edition guckt, dann kommt man da eigentlich selten unter 1000 Euro hin. So viel wollte ich jetzt tatsächlich nicht zahlen und habe mich dazu entschieden, dass ich mir diese Pet Codes kaufe. Die waren aber tatsächlich auch teuer genug. Ich habe, glaube ich, 375 Euro für gezahlt. War jetzt eine größere Investition in dem Fall, aber jetzt fehlen mir halt tatsächlich nicht mehr sonderlich viele Pets. Und wenn ich jetzt hier reingucke, wir sind übrigens Stand noch vor 8.3, falls ihr euch wundert, wahrscheinlich kommt das Video kurz danach raus, fehlen mir in-game noch, ich habe jetzt mal hier den Horden, Gildenpagen und Herold ausgeblendet, weil der, ja, den kannst du auf Allianz-Seite leider nicht haben. Fehlen mir noch zwei Pets. Einmal Yennefer, das ist dieses Rätsel-Pet. Mal gucken, wann das jetzt mal gelöst wird, das Rätsel. Und der Murky, der ist von der ersten BlizzCon. Das sind die beiden, die mir in-game noch angezeigt werden, die fehlen. Und nachher werden wir auch noch auf ein paar andere eingehen, die gar nicht hier in der Liste auftauchen. Jetzt können wir uns noch anschauen, was es allgemein so an Collector-Pets gibt. Okay, das sind alle Collector Edition Pets und das, wie ihr seht, sind das schon einige. Wir können uns mal grob durchgucken. Wir haben einmal den Winston, den habe ich mir von der Collector's Edition von StarCraft, von Overwatch war das. Dann dieser kleine Berserkling, den gab es hier von der StarCraft 2 Heart of the Swarm Collector's Edition. Die habe ich mir, glaube ich, in digitaler Form gekauft. Dann den Fetisch-Schaman, der war ja von der Diablo 3 Collector's Edition. Da, die physische Collector's Edition habe ich jetzt quasi hinter mir stehen. Dann Frosty war von der Collector's Edition von Wrath of the Lich King. Die habe ich nicht, da habe ich mir, glaube ich, den Code gekauft. Genau, da habe ich mir den Code gekauft. Dann hier dieser kleine Mini-Quilen, den gab es von der Mists of Pandaria Collector's Edition. Da habe ich mir damals die digitale Version zum Glück gekauft. Knurpsi ist von der Legion Collector's Edition, habe ich mir auch die digitale Version gekauft. Und hier dieses kleine Küken des Schreckens ist von der Warlords of Draenor Collector's Edition. Da habe ich mir auch die nicht physische Version gekauft, also die digitale dementsprechend. Dann hier der Mini Diablo ist ja von der Classic, die ich ja mir letztens erst geholt habe, beziehungsweise jetzt in dem Video euch ja zeige. StarCraft 2 kriegt man diesen Mini Tor, das ihr ist auf jeden Fall auch ein ganz schickes Pet. Gibt es auch so ein Special Achievement nochmal für diese Pets. Dann hier den Netherwelpen, der war von der Burning Crusade Collector's Edition, die habe ich hier mittlerweile auch hinter mir stehen. Pandaren Baby war wieder Classic. Der Gold Schatzgoblin war von der Diablo Reapers of Soul Collector's Edition. Da habe ich mir die damals digital geholt. Deswegen habe ich die nicht stehen. Dann hier Cataclysm Collector's Edition gab es hier Todesschwinge. Oder Schwingchen in dem Fall. Die habe ich auch stehen. Also drei Collector's Edition stehen hinter mir. Dann Turtle. Wo habe ich denn den her? Battle for Azeroth Collector's Edition habe ich schon komplett vergessen. Dann Teradar, den gibt es auch von der Collector's Edition von StarCraft, hier Legacy of the Void. Und dann den Zergling, den habe ich mir jetzt über die Classic geholt. Genau, das sind alle Collector's Edition Pets, dass wir sie einmal gezeigt haben im Rahmen von dem Classic-Video jetzt hier. Dachte mir, ich kann sie mal zeigen, jetzt wo ich sie dann alle habe. Genau, übrigens die StarCraft-Dinger kann man noch
im WoW-Shop sich einmal alle holen. Also muss man sich nicht wirklich die Collector's Edition holen, sondern kann sie sich digital quasi holen. Genau, so viel jetzt zu den Pets. Wie gesagt, viele fehlen mir jetzt hier unten nicht mehr. Zwei sind es noch an der Zahl. Und jetzt gucken wir mal rein. Ich habe nämlich hier bei Simple Armory mal geguckt. Und zwar kann man jetzt hier bei. Nee, Pet. Nee, es war nicht Pet Battle, es war hier einmal diese Geschichte. Und zwar werden wir jetzt hier 814 von 817 angezeigt. Also das hier sind nur die Pets, die man sich auf anderen Wegen holen kann. Und die Battle Pets, die man fangen kann, sind quasi hier drunter. Aber die habe ich alle. Also hier fehlen mir jetzt noch drei Pets, was es angezeigt wird. Und das ist einmal hier jener vor, also das Rätselpet. Und hier unten ist es dieser Murky von der BlizzCon. Beziehungsweise noch hier Tyrael Hild, das ist quasi das Pet, was man damals von so einem ja, Arena-Tournament, glaube ich, bekommen hat, irgendwo in Frankreich. Wenn man da dort war, hat man so einen Code bekommen. Und die beiden werden jetzt nur extern von WoW. Das eine wird aber gar nicht in quasi. Achso, das seht ihr jetzt gar nicht. Das eine wird gar nicht angezeigt. Also hier ist dieses Murky-Pet, das, was mir ja auch hier noch angezeigt wird. Und das ist dieses Tyrael-Pet. Genau. Jetzt können wir mal reingucken. Ich habe jetzt auch mal geschaut. Hier gibt es so ein Leaderboard. Das schimpft sich WoW-Leaderboard. Dann kann man auch Sachen vergleichen. Und bei Pets bin ich gerade weltweit auf dem Platz 6. Den teile ich mir aber mit 1, 2, 3, 4, 5 anderen. Platz 3 wird sich dann auch geteilt mit 3 anderen. Platz 1 auch mit 2. Also, ihr seht, ich bin hier bei 1233 Pets und der Beste hat 1235. Ich schätze mal, der hat die einen beiden, die ich eben gezeigt habe, noch. Also, sowohl den Battlehild von Tyrael als auch hier das Murky Pet. Schätze ich mal. Es gibt aber nämlich auch noch ein paar Pets, die man nicht kriegen kann mehr. Und zwar können wir hier auch reingucken. Einmal auf Pets. Ach, das muss ich hier oben drauf drücken. Und dann habe ich hier schon ausgewählt. Also man kann halt verschiedene Sachen anschauen. Die gesammelten, die an Twinks gesammelten quasi. Not collected. Das ist tatsächlich, also das Not collected ist nur dieses eine Ingame-Pet noch ja, aufgelistet. Da steht auch noch keine Quelle dran tatsächlich, weil es noch nicht rausgefunden worden ist zum Stand, wo ich das Video aufnehme. Und was man quasi nicht mehr bekommen kann, sind diese Pets. Also es sind doch ein paar. Und da ist auch der Mini-Tyrael dabei und der Murky. Ah ne, wo ist der? Das ist der falsche Murky hier. Die beiden. Und die anderen sind halt auf Special Events. Zum Beispiel hier ist ein Promotion-Pet von einem PvP-Event in China. Ja, da werde ich nie rankommen. Oder hier ein I-Code. Das war, glaube ich, auch damals in China eine Aktion. Dann EU-Fanpage-Promotion. Wahrscheinlich irgendwann zu Classic Burning Crusade. Wirst du wahrscheinlich auch nicht rankommen. Dann gab es hier in Shanghai irgendein Tournament 2012. Hier ein I-Code wieder in China. Dann irgendein Worldwide Turnier hier 2007. Okay. Dann Burning Crusade Collector's Edition Only EU. Da hätte man damals die falsch, also wenn man eine kaputte Collector's Edition hatte und die damals eingelöst hat, hat man dieses Pet zusätzlich als Entschädigung gekriegt. Ich habe eine kaputte Collector's Edition von Burning Crusade hier stehen, habe den Code auch nach Frankreich einschicken müssen, habe aber das Lurky Pet nicht bekommen, weil in Legion haben sie die Aktion eingestellt, dass sie das hier vergeben. Echt ätzend. Dann haben wir nochmal so ein Korea-Event. Das kriegst du auch nicht wieder ein I-Code in China. Also an diese ganzen Sachen sind meistens im asiatischen Raum angesiedelt. Bis auf den Mini-Tyrael und den Murky. Also die beiden könnte man noch irgendwie kriegen. Genau. Und jetzt können wir als letztes noch gucken auf meine Liste, was ich noch brauche. Und zwar ist da ja hier bei den Pets die Classic Collector's Edition. Ich habe es jetzt mal mit 400 angesetzt. Da habe ich auf eBay länger den Preis beobachtet. Das war halt hier so ein Seller, der die Codes verkauft und ich habe den auf 375 runtergehandelt. Ich habe das über Monate versucht, den weiter runter zu handeln. Mehr als 375 war nicht drin. Ich habe ihm also ich habe bei 250 angefangen, 300, 325, also wirklich teilweise in 10er Schritten. Der hat sich nicht erweichen lassen. 375 war wirklich das Lowste, was er gehen wollte, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch hier die Classic Collector's Edition. Tragen wir das mal ein und dann kann ich quasi den oder die Spalte rauslöschen. Zeile löschen. Genau. So, da la. Jetzt sieht es hier schon ganz gut aus. Ich brauche jetzt quasi hier dieses Mount noch, ne? Diesen El Pollo Grande, also das Magic Rooster Egg.
Und ja, das werde ich mir über Gold holen, habe ich mir überlegt. Dann bei Pets ist halt Blizzard, Murky und Tyrael Pet drin. Wobei ich habe letztens einen für 1000 gesehen. 1000 Tacken. Einen Tyrael. Und also das könnte vielleicht hier etwas günstiger werden. Das Problem ist Murky mit 600. Weiß nicht, ob ich mich da verguckt habe. Aber auf eBay sind im Moment irgendwie, glaube ich, zwei drin. Einer für 4500, der eine irgendwie für 9000. Also den Murky werde ich mir wahrscheinlich niemals holen. Den Tyrael wahrscheinlich auch nicht. Für ein Pet 1000 € ist mir dann tatsächlich auch zu viel. Aber mal gucken. Ich habe es mal noch in der Liste drin. Und was mir dann halt noch fehlt, sind jetzt hier relativ viele TCG-Toys. Da habe ich mir jetzt schon ein, zwei Mal geholt, aber einige fehlen mir noch. Und die meisten sind einigermaßen günstig. Es gibt ein paar, die teurer sind. Einmal Portal-Stone, der kostet ein bisschen über 100. Dann diesen Dark-Portal-Hearthstone, der sieht ziemlich cool aus. Da bist du so um Schnitt bei 300. Und dann hier der Murloc-Suit, der von der BlizzCon 2007, der kostet halt ein bisschen mehr. Ne? Da bist du bei 700 knapp dran. Und dann gibt es hier noch so ein Feuerwerk, was man sich holen könnte. Aber da habe ich keins im Internet gefunden. Deswegen wird eher schwierig, wahrscheinlich da ranzukommen. Ja, jetzt sind. Also wenn alles auf Minimalpreise ist und das hier werde ich nicht für 600 € kriegen, aber dann wären es jetzt noch 3800. Mal gucken, was ich mir davon noch hole. Ne? Wenn wir jetzt mal schauen, hier habe ich jetzt die ganzen Sachen ausgefüllt. Ich kann euch jetzt mal zeigen, was ich jetzt insgesamt ausgegeben habe an Euros. Sind 3864 für die Geschichten. Das teuerste war, glaube ich, hier der Blizzard Bear, ne, für 860. Da ärgere ich mich, da habe ich mittlerweile einen günstigeren gesehen. Da habe ich nicht lang genug den Markt beobachtet. Das war so ein bisschen zu teuer gekauft, aber gut, so ist das. Und dann natürlich das, was ich hier für Gold gekauft habe, die ganzen Sachen umgerechnet in die etwa in Euro-Beträge, sind wir bei 6600. Wie gesagt, alles für Gold gekauft, aber auf die aktuellen Euro-Beträge gerechnet, was es im Internet so kostet. Und dann sind wir jetzt mittlerweile bei 10.511 damit. Mal gucken, auf was ich mir demnächst noch so holen kann. Im Moment bin ich ein bisschen pleite, weil ich mir, glaube ich, ein bisschen viel geholt habe. Muss wieder ein bisschen was sparen und mal gucken, was ich mir dann noch so holen kann. Genau. Das war es jetzt eigentlich soweit an der Stelle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wo gerade ihr dran seid, beziehungsweise was ihr von der ganzen Sache haltet. Dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.